Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Wir stehen hier vor der Robbenanlage. Wir haben patagonische Seelöwen. Das ist eine Großfamilie, kann man sagen. Wir haben zwei Jungtiere. Das jüngste Jungtier ist vor einem halben Jahr geboren worden. Das entwickelt sich gut, wächst und gedeiht, spielt schon in der Gruppe mit. Also mit dem Vorjährigen ist ein optimaler Spielpartner da. Also für Abwechslung ist gesorgt. Die Mähnenrobben haben saisonale Schwankungen beim Gewicht, vor allem die Männchen. Also die Männchen haben jetzt um diese Jahreszeit nach dem Fellwechsel um die 300 bis 350 Kilo und wenn sie vor der Paarungszeit stehen, dann 450 bis 480 Kilo. Sie fressen in erster Linie wieder Hering und Makrele, kriegen aber auch Wittlinge und sie fressen ca. 5 bis 7 Kilo pro Tag im Schnitt. Wir machen eine Fütterung, es ist keine richtige Show, sondern nur eine Schaufütterung. Wir zeigen ein medizinisches Training und ein bisschen Sprünge. Wegen der Sicherheitsabstände gibt es natürlich jetzt momentan keine Schaufütterungen, da einfach zu viele Leute auf engem Raum zusammenkommen. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist vom Tiergarten Schönbrunn.